guten Morgen aus dem Tomorrowland. Hi! Ganz viele fleißige Achterbahn-Fans aus Deutschland, Holland und wahrscheinlich auch noch ganz vielen anderen Ländern. Troy macht gerade die erste Testfahrt heute. Und ja, wir haben jetzt noch gesperrt. Das ist der Weg zum neuen Eingang da hinten. Und der wird eben heute feierlich, also feierlich wurde er auch vor 2 Tagen schon eröffnet. Aber heute wird er offiziell eröffnet, denn heute ist offizielles Eröffnungstag von den beiden neuen Themenbereichen im Toverland. Und da gehört eben auch der neue Eingang zu. Auf jeden Fall. Ja, sind wir sehr gespannt. Sah auf jeden Fall am Donnerstag in dem Livestream schon sehr, sehr cool aus, was man gesehen hat. Ich weiß, dass sie noch nicht alles gezeigt haben und ich bin auf jeden Fall noch gespannt. Wir haben auch noch kein ganzes On-Ride-Video geguckt, immer nur so diese Schnipsel, die da gezeigt wurden von Phoenix, der neuen Achterbahn, dem Wing Coaster. Und dann gibt es ja auch noch eine neue Rundfahrt, eine neue Wasserrundfahrt, Merlin's Quest. Da sind wir auf jeden Fall schon gespannt. Und generell auch mal wieder hier im Toverland zu sein. Das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, dass wir das letzte Mal hier waren. Pia ist das erste Mal hier. Ja. Und da hinten stehen ganz viele Leute, die ihr sicher kennt. Willi ist auch am Start, Timo auch. Na, guck mal. Ja. Jetzt sehen wir hier den neuen Weg zum Haupteingang und da laufen auch schon ganz viele Menschen. Auf jeden Fall ist hier Troy, mal ganz neue Einblicke von der Holmdachterbahn. Das ist ja sonst die Rückseite gewesen, die man nie gesehen hat. Jetzt kannst du hier Aufnahmen machen, Ben. Das ist doch genau dein Part, oder? Ja, Hammer. Mach ich gleich. Ja. Guck mal, da steht ein Zug. Da steht ein Zweizugbetrieb schon mal, das ist doch schon mal löblich. Der packt auch um 19 Uhr auf heute, habe ich gehört. Echt? Ja. Ist ja unfassbar. Ja. Der kommt natürlich auch noch, der Lars, der ist da hinten, der kommt nach. Der hat noch wichtige Dinge zu erledigen. Die Coaster Family ist auch mal wieder am Start. Ja, hier steht auch schon Piraten. Ich zeige euch das mal. Quasi aus bestem Blick bestaunen und machen das dann gleich auch. Dank jullie prachtig, dank jullie wel. En dank jullie dat jullie er vanmorgen al allemaal zijn. Wat hebben wij gewacht op deze morgen? Jullie weten vast al dat we een aantal openingen hebben gehad, maar deze is voor ons het meest speciaal. Welkom komen onze echte fans, onze echte volkers en abonnementhouders en iedereen die gaan vandaag genieten van Port Laguna en Avalon. Ik zie Marlijn natuurlijk! Oh dear, ik vrees dat ik verkeerd geland ben. One moment. Oh jee. Marlijn! Oh. Today, dear fellowship. Bon dia. Goedemiddag, familie Magistralis. Ah, goeiedag, Caroline. Goeiedag, Marlijn. Linkerarm. En dan gaat hij. Omhoog. Rechts. Links. Discover your own. Splendid, geweldig. Nou, dan nu for real.
mee zum Job. Leute, das waren die Eröffnungen und jetzt ist der Park auf, wir sind drin, sind ein bisschen nach den anderen jetzt reingegangen, weil wir halt die ganze Eröffnung da aus dem Pressebereich noch filmen wollten, dann wurden auch noch Interviews gemacht und solche Sachen und ja, jetzt gehen wir rüber zu Phoenix natürlich, weil wir wollen On-Rides drehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die neue Achterbahn, Ben geht da hinten, hier die neuen Parkbereiche und Wege sind natürlich jetzt auch auf. Wenn jetzt die Leute natürlich alle zu Troy rennen oder so, dann habt ihr natürlich jetzt Wartezeiten technisch nicht so viel zu tun. Da hinten ist unser Ziel, Phoenix, und da werden wir jetzt erstmal hingehen. Wir sind gerade Merlins Quest gefahren. Leider hat Phoenix noch zu, da das Ding ein technisches Problem hat. Aber die Sitze, die können wir schon mal testen. Es kommt nie dran. Ah, meine Brille! Da musst du das zumachen da. Ja. Hält, wa? Ja, der Lars ist auch am Start jetzt. Ich muss mal die Hose immer noch. So kennt man ihn, ne? Ja, genau. Wir fahren jetzt so mit Werbewind, weil der ist hier direkt um die Ecke, wenn man jetzt von dem links rausgeht. Es gibt ganz viele Zugänge zu den neuen Bereichen. Ach so, ja, der Dennis. Ja, schöne Grüße zurück, Dennis. Falls du das siehst, ne? Jedenfalls sieht man Phoenix ja, wenn die aufmachen sollte. Dann rennen wir da ganz schnell hin und machen unsere On-Rides. Jetzt haben wir eine Runde Werbewind, werden noch in den neuen Bereichen ein bisschen filmen von dem Eingangsbereich. Und ja. Aus Booster Bike und ja, war ganz schick, ne? Was ist bei deinem Ding los? Ich hab das verloren auf dem Booster Bike. Ich würde sagen, du bist jetzt ein Nichts. Oh, Bikey Boy. Hallo. Was hast du denn so getrieben? Ich habe was ganz Geiles erlebt. Ich habe eine Hochzeitsfeier mitgemacht, hier diese Single-Party da. Ich habe dann viel Glück in der Hölle gewünscht, hat sie dann gefragt, warum. Und dann musste ich das komplett ausführlich erklären und dann hatte ich ja sehr viel Spaß. Billy! Hey! Looping! Und wie war's? Fuß dabei. Mega! Mega! Kannst sogar sitzen bleiben. Ha ha ha!
Nein, hier wird man nicht nass. Nein. Ein Applaus für die Bahn. Ja, Menschies, wir kommen jetzt gerade aus dem Django River. Das ist der Rafting hier im Park. Steilste Treppe in Holland. Also vielleicht, aber weiß ich nicht. Zumindest hier im Park. Das ist der Lars in Action. Ich bin der Letzte. Egal. War cool, ne? Ja, mega. Mega geil. Ich bin sogar ein bisschen nass geworden. Ja, auf der Bahn wärst du nicht nass. Nein. Nein, nein. Nein. An die Welle von hinten. Ist 20 Uhr geöffnet heute. Ja. Schön nass. Wir waren jetzt in der Wasserbahn, sind auch gut nass geworden. Na jedenfalls ist der Lars auch immer noch am Start. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, natürlich. Auch der Moritz ist am Start. Übrigens bei der Wildwasserbahn, da wirst du nicht nass. Nein. Na, vor vorne schon mal gar nicht. Nee. Geht gar nicht, leider gar nicht. Achso, der Park hat heute bis 20 Uhr verlängerte Öffnungszeit, also normal bis 19 und jetzt haben wir bis 20 Uhr, oder? Ihr werdet es nicht glauben, aber Phoenix hat die ersten beiden Testfahrten gemacht. Unfassbar. Wir stehen jetzt gerade hier am Troy, wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht dahin, weil jetzt alle dahin rennen werden. Wir werden uns ein bisschen Zeit lassen, der Park hat bis 8 auf und müssen wir halt mal gucken. Wir kriegen das auf jeden Fall von dir gefunden. Hi. I like it. I like it. Das ist so ein neuer Shop, der hier. Oh, ist das ein geiler hier. Oh, das hat Stil. Cool, ne? Das hat Stil, wa? Moritz braucht ja immer T-Shirts. Halt mal bitte kurz. Na, die habe ich doch erst seit gestern. Echt? Ja. Einfach nur wunderschön. Wir haben jetzt hier so ein Plateau, schön gemacht, mediterran, kann man essen. Da hinten kann man sich Waffeln kaufen irgendwie. Und ja, hier ist so ein kleiner Sandstrand. Man sieht das nicht gut, aber das ist tatsächlich richtiger feiner Sand. Den Leuten geht's gut, unfassbar. Lars ist immer noch da. Ich soll, bevor ich das vergesse, liebe Grüße, mach ich jetzt an beide. Liebe Grüße an Annika, an Insta Selenia. Schöne Grüße nach Chiapas. Die steuert nämlich gerade Chiapas. Wäre auch gerne hier, aber muss arbeiten. Genau. Jetzt ist das Ding sogar gerade das erste Mal mit Leuten gefahren. Wir haben jetzt hier noch ein paar Aufnahmen gemacht, werden gleich auch rübergehen, damit wir auch ein paar Aufnahmen von der Bahn vom Nahen haben. Und yes, eventuell fahren wir sogar Merlins Quest nochmal, habe ich gerade gehört, weil die Aufnahmen natürlich jetzt auch mega sind von da unten. Ne? Ja Leute, ich würde sagen, da fährt der nächste Zug, da fährt er wieder mit besetzten Menschen. Also Leute, es geht ab hier. Jetzt hört ihr sie gleich schreien. Jetzt. Weißt du, Paparazzi, das Anbieten, oder? Nee. Ich meinte eigentlich ihn, Alter. Also du schon sowieso gar nicht hier. Ja, und hier oben sind noch hier so schöne Laternen und hier und da. Die machen ja auch ab nächste Woche oder so hier immer bis 23 Uhr auf an einem Tag. Und ja, ist doch sehr schön alles geworden. Leute, wir sitzen jetzt in, wie heißt der Laden eigentlich? Flaming Fisa, Tisch 8. Also wenn ihr auch mal hin wollt, dann könnt ihr sagen, hier hat schon die Funtime Arena, der Funfair Block, der Scheiße. Der Dingens. Ich hab deinen Finalnamen vergessen. Irgendwas mit Thrill Rides. Oh, danke. Oh,
www.ruhrpott.de. Pia und Willi. Hier hat Willi sogar schon mal gesessen. Und die Costa. Ja, und wir haben uns jetzt alle irgendwie einmal die ganze Karte bestellt. Also ich glaube, wir haben eigentlich einmal alles. Der Burger wurde bestellt, die Spare Ribs, was haben wir noch? Nachos, Croquettes, Pommes. Also wir haben alles durch hier. Wir sehen dann hier so Phoenix draußen fahren, schön. Wir sind immer noch nicht selber gefahren. Wir haben gedacht, die rennen jetzt eher dahin, weil wir wieder sind. Dann läuft es wieder. Naja, auf jeden Fall. Und jetzt gibt es hier noch, dein Getränk ist da, Willi. Und alle anderen, die hier mit sind, sind jetzt also fast alle, die sich trauen und dürfen, ne? Ja, weil die Pia darf sowas darf leider nicht fahren. Aber der Lars war zum Beispiel, der Ben, der Willi. Wir sind alle Phoenix gefahren. Es ist mega geil. Also mega geile Bahn. Ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich bin jetzt erst einen Wing Coaster gefahren, Flug der Dämonen. Und der fährt sich ganz klar komplett anders. Also ich weiß nicht, Flug der Dämonen hat einfach viel langsamere Kurven. Der hat dauerhaft Speed. Das Ding, das fährt mit dauerhafter Geschwindigkeit, ne? Das ist so unfassbar. Und dann, gerade wenn man links vorne sitzt, also ich habe jetzt links vorne und rechts vorne gefahren, da rum, da kommt die Helix, die drückt sowas von. Und dann denkst du, ja, nach der Helix, ja, da hast du es geschafft mit Drücken. Dann reißt dich der Sitz einmal quasi rum und du hängst nur noch so links in den Bügel und dann schleuderst du durch dieses Zero-G-Ding oder was das auch immer ist durch. Also das ist einfach nur krank. Ja, wie gesagt, ich bin beide Seiten gefahren. Schaut euch die Onrides an. Es gibt ein linkes, ein rechtes. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Mega gut geworden. Also die Bahn gefällt mir richtig. Der Themenbereich sieht auch super aus. Wenn das dann in 2 Jahren oder so mal richtig zugewachsen ist noch, dann macht das, glaube ich, richtig was her hier und sieht dann auch wirklich aus wie der Rest vom Park. Schön mit Natur noch, aber eben auch super schöne Gebäude und sowas integriert. Und die Bahn hat richtig Bock gemacht. Wir haben jetzt schon 6 Uhr, kurz nach 6. Und das Geile ist halt einfach, der Park wird leer. Die Leute, größtenteils waren halt so Fans, die haben gesagt, kommen wir hin, wollen das Ding fahren, das hat halt ewig nicht auf. Jetzt hat es aufgehabt halt eben. Also gefahren ist der Park so leer. Für die S3 haben wir jetzt gerade 2x 20 Minuten circa gestanden oder eine halbe Stunde. Aber links und rechts, also da sind nochmal 2 Reihen für die linke Seite, für die rechte Seite und eben die hinteren Sitzreihen. Und es geht so schnell da, ne? Und jetzt gerade im Moment ist halt so, dass auf der linken Seite, auf der ersten Reihe noch einiges los ist. Aber die andere Reihen, da kann man durchgehen. Wir haben den Eröffnungstag, da kann man durchgehen. Einfach mega. Also ich denke, der Park ist halt immer noch relativ klein und muss sich jetzt bekannt machen. Der hat Achterbahnen, mit denen man werben kann. Der hat Achterbahnen, die Leute anzieht. Das Ding ist auf jeden Fall ein Grund, hier hinzukommen. Und auch die anderen Achterbahnen, die stehen, ist wirklich Top-Achterbahn in einem top-thematisierten Park. Muss wirklich niemanden hinterherstellen und ist direkt an der deutschen Grenze, also bei Venlo. Also wer hier nicht mal hinfährt aus Deutschland und dann doch lieber irgendwie das 230. Mal den Moviepark hintereinander besucht, der ist selbst schuld. Man kann halt eben auch mal was Neues sehen, das ist eine Achterbahn, die es hier in der Gegend so gar nicht gibt, außer im Heidepark. Und da muss ich leider sagen, dass die im Heidepark doch ein deutliches Stück einstecken muss gegen die Bahn, weil die ist dann doch noch mal einen Tacken besser. Vielleicht nicht die längste Bahn,
Aber ein richtig schönes, knackiges Teil und wir machen jetzt noch ein paar Videoaufnahmen. Der Rest vom Park wird um 19 Uhr zumachen. Die verlängerte Parköffnung ist nur für den Bereich hier mit der Achterbahn und der Bootsfahrt und den neuen Eingangsbereich. Aber macht ja jetzt auch nichts. Das war halt wegen der späteren Öffnungszeit. Morgen lassen wir das auf. Der Rest macht aber um 7 Uhr schon zu. Und, tja, wir gehen jetzt mal hier noch ein paar Aufnahmen machen und dann sehen wir uns nochmal wieder. 8 Uhr und ich glaube, das ist... Ja, auch. Das ist die beste Zeit, glaube ich, die man haben kann in diesem Themenbereich hier. Mit Sonnenuntergang und es kommt halt einfach so ein richtig geiles Urlaubsfeeling rüber hier an dieser Stelle. Jetzt so 10 Uhr abends, so das Wetter, noch eine Bar, einen Cocktail schlürfen. Das Geilste, was es gibt hier. Das Einzige, was ich hier eigentlich erwartet habe, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass hier ein bisschen mehr Wasser ist. Das ist nur so ein kleiner Teich und da hinten auch noch mal so ein bisschen, aber... Ja. Hier ist übrigens auch noch so eine kleine Attraktion. Da kann man dann so mit so einem Zauberstab ein bisschen rumzaubern. Hier stehen die anderen noch alle, unterhalten sich noch mal nett. Das ist so schön hier, ne? Fia fand es schön. Ja, ist sehr wie ist schön eigentlich hier. Dein Review zu deiner. Du musst ja auch eine Neuheit testen. Ja, genau, ja, Merlin. Quest. Ja. Der Darkrai Park ist schon. Oder? Ja, der riecht gut. Ja, da wird mit Duftstoffen gearbeitet und ganz viel Nebel auch. Und der Nebel kommt aber richtig gut rüber. Und ja, das ist auch richtig cool. Hier laufen einfach heute Mittag auch schon diese kleinen Kinderspielplätze. Die Piraten gehen einfach zu den Kindern, unterhalten die und klettern mit denen auf den Klettergerüsten. Und das ist ein bisschen so, wie man das auf den Wegen machen muss mit den Leuten. Das ist richtig schön gemacht. Also das ist wirklich ein richtig schöner neuer Eingangsbereich. Und das zeigt, dass das Toverland jetzt schon groß wird und ein ausgewachsener Park ist. Und ja, kommt mal hier hin, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt sind hier wirklich, also von den... 1, 2, 3, 5 Achterbahnen sind es jetzt und davon sind zwei wirklich in oberster Liga in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Aber gut. Merlins Quest ist sehr schön, wollte ich nochmal ergänzen, weil es klang eben so negativ. Ja. Es ist nicht, es ist sehr schön. Ich bin auch dreimal gefahren. So, läuft. Ich bin zweimal gefahren. Einmal für Fotos, einmal für viermal bin ich gefahren, genau. Und guckt euch das an, es gibt eine On-Ride. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann guckt es natürlich nicht. Wir gehen jetzt raus, da ist der Parkausgang. Wir hatten einen richtig schönen langen Tag mit Top-Wetter und auch tollen Empfang heute Morgen mit dem kleinen Feuerwerk hier auf dem Eingang. Und ja, eine neue Ära im Toverland hat begonnen. Der alte Eingang ist damit auch erstmal Geschichte. Im Winter wird er natürlich noch genutzt, aber ja, wir gehen nach Hause und damit goodbye und bis zum nächsten Video. Guck mal, die Monkos. Tschüss. Tschüss. Ach so, tschüss. Doch kein Monko. Tschüss. Der andere ist schon weg. Tschüss. 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 Hallo. Tschüss.